Moin, dreimal günstige und praktische Ausrüstung in kurzer Zeit vorgestellt. Das ist der 21. Flotte Dreier. Viel Spaß dabei. Tja, wie ihr sehen könnt, regnet es ordentlich. Ich habe gerade einen kleinen Schirm über die Kamera gespannt, damit wenigstens die geschützt ist. Ja, ich stehe hier immer wieder im Regen. Ich hoffe, das Tropfen auf den Schirm stört nicht allzu sehr. Und ansonsten fangen wir heute mal richtig an. Wieder mal dreimal günstige Ausrüstung im 21. Flotten Dreier. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Als erstes beginnen wir mit zwei netten Zusätzen für Rucksack und ähnliche Packlösungen. Beides von Taschef. Ein Taschef-Gurtband mit Clips und ein Band mit Kordelstopper zur Befestigung einer Jacke oder einer Isomatte außen am Rucksack. Das Taschef-Gurtband ist 100 cm lang und knapp 2 cm breit. Es kommt zwei Bänder im Paket mit Duraflex-Schnallen und wiegen 60 Gramm. Beide zusammen gibt es für knapp 11 Euro auf Amazon oder direkt beim Chefdistributor Outdoormy für 5,50 Euro. Da kommen dann natürlich noch Versandgebühren hinzu. Die Gummischnur mit Kordelstopper ist 120 cm lang bei einem Durchmesser von 3 mm. Die bekommt man für 2,50 Euro. Ich benutze das Gurtband sehr gerne am Boden von meinen verschiedenen Rucksäcken. So auch an meinem Taschef Viren. Dadurch kann man eine dicke Zelt- oder Isomattenwurst unten am Rucksack verstauen. Dort führt sie dann nicht zu einer einseitigen Gewichtsbelastung. Hervorzuheben sind besonders die Schnallen. Taschef üblich sind sie sehr robust aus Duraflex und klicken befriedigend und sicher ein. Die Kordel benutze ich gerne oben auf der Front von meinen Rucksäcken. Dort ziehe ich sie durch angebrachte Riemen und kann dann mit dem Kordelstopper eine Jacke oder einen Poncho mal eben außen am Rucksack drunter stopfen. So hat man immer die kleinen wichtigen Dinge außen am Rucksack. Zwei kleine und günstige Erweiterungen für den Rucksack, die mir viel Freude bereiten. Als zweites heute ein robustes Becherset, um mal mit seinen Freunden draußen etwas, wie ich meine, Geheimzutat zu verkosten und sich keine Sorgen darum zu machen, dass die Becher vielleicht kaputt gehen. Die im Set enthaltenen Becher sind wie bereits erwähnt aus Edelstahl und haben die Größe 4,3 cm x 3,7 cm x 0,4 cm Wanddicke bei einem Gewicht von 59 Gramm. Es passen also umgerechnet 30 ml in die Becher bzw. 3 cm hinein. Die vier Becher sind dabei stapelbar und können so in die mitgelieferte Tasche verstaut werden. Diese ist aus Kunstleder und hat einen Reißverschluss, um sie komplett zu schließen. Der Reißverschluss ist eher hakelig und wirkt auch etwas billig. Ein Punkt, der den Gesamteindruck etwas trübt. Alles in allem zu einem Preis von ungefähr 6,50 Euro, aber ein absolut gutes Set. Natürlich auch direkt aus China von Gearbest zu bestellen, dort nochmal ein bisschen günstiger. Vielleicht wäre da ein einfacher Baumwollsack mit Kordel aber besser gewesen als künstliches Leder. Als letztes heute noch schnell eine Kleinigkeit für den ambitionierten Feuermacher. Hurricane Matches für das Feuer, welches auf jeden Fall angehen soll. In dem Angebot von Relax sind 60 Hölzer in drei Schachteln aufgeteilt und haben pro Schachtel ein Gewicht von 10 Gramm bei einer Größe von 5,4 cm x 3,7 cm x 1 cm. Das Dreierpaket kostet 3,95 Euro und brennt auch bei Sturm. Dafür sind sie auch schließlich gedacht. Alle Links zu der Ausrüstung, die ich euch in diesem Video gezeigt habe, wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich auch weitere Videoempfehlungen von mir dort unten sowie alle Social Media Links. Ich hoffe, der 21. Flotte Dreier hat dir gefallen. Ja, heute mal mit kleineren Gimmicks, ein bisschen günstiger, ja, aber kleine praktische Sachen, die man immer wieder gerne benutzen kann. Einfach interessant fand ich für euch zu zeigen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt ihm ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Ausrüstungsvideos. Einfach mal durchklicken. Hier unten rechts auf dem Button kannst du mich abonnieren oder meinen Hauptkanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.